Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von RimWorld. Weiter geht die Reise. Auf dem neuen Planeten. Entschuldigung, ich bin gerade nebenbei noch was am gucken. Aber irgendwie, okay, müsste eigentlich passen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag oder einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Weiter geht unsere Reise hier auf diesem schönen Planeten. Warum macht er? Ah, okay, ich wollte schon sagen. Warum füttert denn den keiner? Dann ist doch alles in Ordnung. So, wir haben immer noch unser Unglück da stehen. Das ist halt noch mein Endgegner, glaube ich. Ich glaube, das wird noch mein Endgegner. Aber ich habe ja einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich weiß nur nicht, ob der Plan so hinhaut. Aber wir haben einen Plan. Vielleicht. So, ja, wir lassen hier mal eben alles wegbauen und bauen und machen und tun und so weiter. Genau. Und schauen dann mal, wie es denn dort so weitergeht. Haben wir sonst gerade irgendwas zu tun? Eigentlich nicht. Er baut hier fleißig gerade ab. Das ist gut. Er baut fleißig auf. Das ist noch besser. Okay, ich wollte schon sagen. Wir kriegen einen exotischen Händler hier rein. Das ist aber scheiße. Hä? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Das ist ja komplett falsch gewesen. So, das nochmal kopieren. So hätte ich das gerne. So, exotischer Händler. Mal gucken, ob er irgendwas... Warum hält Wache? Du sollst mit dem handeln, du... Nein. Hä? Inhaftieren, inhaftieren? Nein, du solltest ja gar kein inhaftieren, du Knallkopf. So, handeln. Genau, das hätten wir gerne. Putzroboter, bla bla bla. Wir haben halt gar keine Kohle, ne? Wir haben immer noch keinerlei Kohle. Das ist unser großes Problem hier. Leider ist das so. Da müssen wir noch mal ein bisschen schauen, wie wir das wegbekommen. Was? Die Gene des ungeborenen Babys. Inspiziere. Hautfarbe? Ist mir doch egal. Solange das Baby gesund ist, ist mir das doch egal, wie es aussieht, woher, warum, weshalb, wieso, hä? Hauptsache ein gesundes Baby, das unsere Kolonie weiterbringt. Und wir weiter überleben. So und nicht anders. Okay, das hat sich ein bisschen falsch angehört, glaube ich. Aber ja. Entschuldigung. So, wir haben hier 10. Dann dort 2. Dann machen wir hier einen Granittürchen hin. Und dort, hier machen wir, glaube ich, unser Lager hin. Klitzekleines Lager. Klitzekleines Lager. Wir haben hier 11. Dann haben wir hier nochmal 11. Und dann würde ich sagen, machen wir hier dicht. Ja. Das könnte gut aussehen. Das könnte auch passen. So, wie sieht es hier unten aus? Hier sind selbstkräftig am Bauen. Die sind mit den Mauern fertig. Könnten jetzt anfangen mit dem Holz. Oh, haben wir 600. Knappe 600. Also ist da auch noch mehr als genug da. Genau, die zwei gehen bauen. Bauen jetzt die Fallen auf. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Geht relativ zügig. Und wenn die Fallen sind, würde ich tatsächlich anfangen, gerne hier oben die Wohnung und da die Wohnung, das Lager. Aber ich würde auch gerne den Schrott hier mal wegballern. Also wenigstens das da. Aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern, ne? Was wir machen könnten ist, wir können ihn mal ganz kurz abstellen, dass der da mal ein bisschen drauf rumhackt.
Das geht meistens ein bisschen schneller. Warte mal, können wir nicht alle hier eben? Moment. So. Hack doch mal alle da drauf rum. Dann geht es sogar noch ein bisschen schneller. Schneller, rara. So, und so bei 20% hören wir auf. Ja. Oh. Genau, explodiert gleich. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Das ist doch jetzt nicht passiert, oder? Kannst du den noch bitte retten? Löschen? Ah, okay. Okay, genau das sollte so nicht passieren. Aber warum bleibt der da auch stehen? Der Knollkopf. Warum bleibt der auch stehen? Aber, und ich habe auch tatsächlich damit gerechnet, dass da jetzt Mesh rauskommt. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt damit gerechnet, dass da Mesh rauskommt. Ja, aber gut. Die zwei Nashörner meinen jetzt auch hier nochmal in alle Fallen laufen zu müssen. Das finde ich sogar nochmal ein bisschen besser. Kriegen wir gleich nochmal ein bisschen Fleisch. So, den da erjagen, den da erjagen. Sehr gut. So. Und zweimal neues Fleisch. Frischfleisch. Frischfleisch. Das ist immer gut. So, was ist hier? Die gehen jetzt gerade alle pennen. Das ist zwar gut, aber auch eben nicht so gut. Wurdest du... Ja, du wurdest operiert und repariert. Ja. Das sollte, wie gesagt, so nicht laufen. So, ja. Ist ein bisschen doof gelaufen, ne? Ist ein bisschen doof gelaufen, dass der da mittendrin stehen bleibt in der Explosion. Ich weiß auch nicht, was in denen geraten ist, aber shit happens. Kann ich jetzt gerade nicht ändern. So, was macht er? Er geht sich die Hände waschen, legt sich eine Mahlzeit rein und... Wie sieht's denn aus? Könntest du die Nashörner da eben mundgerecht zerkleinern? Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Und das sieht noch mal ein bisschen besser aus. So, sehr schön. Gut, mehr wollte ich gar nicht von dir. Mehr wollte ich gar nicht. So sind jetzt die Nashörner mundgerecht zerkleinert. So, genau. Die Fallen müssen jetzt noch mal neu gemacht werden. Dann sollten wir maybe noch ein bisschen Holz fällen, auch wenn wir eigentlich einen Auftrag dafür haben. Was macht er? Ah, da ist ein Hase reingelaufen. Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, wir sollten uns auf jeden Fall um Holz kümmern. Auf alle Fälle. Und wir haben den ersten Raid. So, und mal gucken, ob das funktioniert, wie wir planen. Das sieht doch gut aus. Perfekt. Funktioniert genauso, wie ich das gerne hätte. Haben wir hier eigentlich... Ne, haben wir nicht. Komm mal die da. Das machen wir auch mal an. So, dann geht das nämlich auch hoch. Klack, klack. Wird jetzt alles schön auch hier. Schön knick, knack. Alles raus. Alles weg. Ja. Wir hatten einen dabei, der richtig, richtig gut mit Pflanzen konnte. Er hier. Den schicken wir jetzt mal ganz kurz da runter zum Ernten. Dass da mal ein bisschen was passiert. Also, gut. Ich weiß, dass er hier oben auch eigentlich super viel zum Ernten hat, aber hey, wir müssen unsere Prioritäten setzen. Und Holz ist hier gerade wichtiger. Die Fallen müssen wieder aufgebaut werden, das ist wichtig. Die Fallen sind einfach zu wichtig. Feuer? Okay. So, wie sieht's denn aus? Die Biospritanlage ist so gut wie fertig. Wir haben nicht mehr so viel, bis es durch ist. Und das heißt eigentlich für mich, wir können dann hier auch gleich mit Strom ein bisschen anfangen. Ich hoffe doch, so schnell wie möglich, weil, ja... Strom wäre schon was Geiles, ne? Strom wäre schon was Geiles bringt. Würde uns auf jeden Fall Lichtjahre vorausbringen. Aber aktuell sind die Lichtjahre doch sehr weit weg, muss ich sagen. Und,
was ist er denn? Ist der vom Blitz getroffen worden? Warte mal. Ist der vom Blitz getroffen worden? Verbrannt. Scheinbar ja. Ich glaube, der wurde vom Blitz getroffen. Wurde von einer Explosion getroffen, ja. Der wurde vom Blitz getroffen. Ja, ja, gut für uns. Schlecht für ihn, würde ich behaupten. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, wir haben dadurch halt jetzt ein bisschen Fleisch bekommen, ne? Kann man ja leider jetzt anders nicht sagen. Also, gut. So, wie sieht's aus? Magst du hier vielleicht ein bisschen mithelfen, das Holz hier so ein bisschen wegzumachen? So, wir machen mal ein bisschen wieder schneller hier. Klack, 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 klack. So, haben wir wieder 200 Holz hier liegen. Wie viel brauchen die eigentlich? 45? Ja, 45. 45 Holz brauchen die das Stück. Dam, da, dam. Ta, ta, dam. Tada, tap, 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 da. Tada. Mein Nashornfleisch ist kaputt gegangen. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine Küche. Und vor allem, Kühlschränke. Ich brauche Kühlschränke. Wir brauchen Kühlschränke. Und wir brauchen Verteidigung. Und wir brauchen so viel. Wir sind halt immer so, wir hängen so hinterher. Wir haben zu viele Bauaufträge. Und vor allem, wir haben viel zu viel Fressen, ne? Also wir haben jetzt fast 10.000 Mais, aber ich habe eigentlich auch gehofft, dass wir wenigstens einmal Besuch bekommen von irgendjemandem, der hier irgendwas mitnehmen würde. Also bis jetzt war ja noch nicht einer da, der irgendwie uns Fleisch mitnehmen würde oder sonst irgendwas. Leder. Wir haben hier so viel Leder rumliegen. Warum kommt da, guck mal da, wir haben hier dünnes, 750 dünne, 820 dünnes Leder. Warum kommt denn da keiner mal abholen? Was ist denn da los? So, da kommt der Hase. Und der Hase macht pfluff. Ne, noch nicht, aber jetzt. Komm, lauf noch ein bisschen. Und flaps. Und flaps. Hey, hey. Hey, hey, das ist unfair. Das ist unfair. Das ist nicht so cool. Habe ich mich hier verbaut? Nö. Nö, sieht nur so komisch aus. Okay, Achso, weil hier die Steine weg müssen, deswegen sieht das so komisch aus. Na, die müssten ja eigentlich noch weg. Die müssten ja eigentlich noch weg, dass die einmal rumlaufen können. Alles gut. Die hat sich dann gerade selbst erklärt. Das Holz, was wir da abgeerntet haben, ist auch schon wieder weg. Deswegen werden wir hier mal Neues in Beschlag nehmen. So, die können wir auch mal abreißen. Okay, ja, das Mais, das ist, wie gesagt, fast 10.000 Mais. So, jetzt klingelt es. Ich hoffe, irgendjemand geht. Ja, da geht jemand. Das ist gut, dann kann ich nämlich weitermachen. Ja, läuft. So, okay, das sieht eigentlich ganz gut aus da oben. Auch da unten. Und das ist doch fein. Dann, den machen wir wieder weg, der nervt mich. Ich weiß nicht warum. Der ist ätzend. Der ist ätzend. So, wir haben die Fallen fast alle wieder drin. Was ist denn da unten los? Der Rotfuchs kämpft mit... Oh. Er hat verloren. Der Rotfuchs... Das ist ein bisschen doof gelaufen gerade. Das ist ein bisschen doof gelaufen, aber na gut. So, wie sieht's denn aus? Der Mais, der ist immer noch da. Der wird gerade noch der Rest geerntet. Der Rest noch geerntet. So, jetzt haben wir die 10.000. Ich weiß gar nicht, wie oder warum, weshalb, wieso hier. Das ist ja... Ach, das ist viel zu viel. Aber da oben wurde auch Holz gefarmt. Heißt also, die müssten jetzt eigentlich hier unten komplett fertig werden, oder? Weil ich würde halt gerne auch hiermit anfangen. Also das
dass das hier mal so ein bisschen vorangeht. So, das ist halt auch so ein Plan, ne? Also, dass das Lager jetzt umgebaut wird, dass die Forschung weiterläuft. Also, wir haben eigentlich viel zu viele Aufträge, die irgendwie gar nicht vorangehen. Mal wieder. Aber die Fallen sind alle wieder am Stehen. Das ist doch schon mal ein Vorteil. So, da sind sie jetzt auch am Bauen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das bedeutet, was ich hier gerne jetzt noch mache, ich würde hier gerne so einen Hilfstritt eben bauen, dass die da einmal rumkommen. So, wie gesagt, dass die sich einmal rumarbeiten können. Ist einfacher für alle. Nicht nur für mich, sondern auch für die. Okay. Sonst, wie sieht's aus? Also, wir haben hier noch viel zu viel liegen. Wie viel haben wir denn hier noch liegen? Hier liegen noch 3000 Mais. Was ist mit ihm? Er ist immer noch... Aber der ist 7 Jahre halt alt, hat schon ein Holzbein? Wie kann denn das? Arme Jung. Arme Jung. Naja. Ja, passt. Okay. Gut. Was ist mit dem Fuchs? Stirbt der noch? Nee, leider nicht. Okay. Ja, wie... Hä? Ich bin gerade verwirrt. Wenn wir jetzt hier das Lager hinbauen, könnten wir hier diese Schiene tatsächlich bauen, also Klimaanlage, Stromerzeugung und den ganzen Konsorten. So, jetzt ist die Biokraftanlage fertig. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. So, Biokraft. Können wir die... Moment. Können wir hier mal eben so ein Loch hinbauen, bitte? Bitte, bitte? Da, kannst du das abbauen, bitte? Der Waffenhändler ist da. Wo ist der Waffenhändler? Da ist der Waffenhändler. Wir reden noch mal ganz kurz mit dem Waffenhändler. Was hat denn der? Wir haben Sachen zu verkaufen. Sehr viele sogar. Und da oben sogar noch ein bisschen Fleisch. So. Alles weg. Alles muss weg. Okay. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir sogar ein bisschen was verdient. Ah, und der hat das Ding fertig gemacht. Dann können wir nämlich jetzt hier die Bioanlage hinbauen. Ja. Gut. So, dann können wir nämlich da sobald wie möglich anfangen, Biogas zu erzeugen oder beziehungsweise ja, Sprit herzustellen. Und ich würde dann tatsächlich hier, Moment, wo sind wir denn? Strom, Biosprit, hier da Dinge hinbauen. So, also hier kommt dann das erste hin von vielleicht 20, keine Ahnung, wie lange wir diesmal überleben. Wenn da nicht schon wieder komische Magiesachen kommen und aus heiterem Himmel mich schießen, ja, wird das hoffentlich funktionieren. So, was ist mit ihm? Okay, wie sieht es hiermit aus? Magst du das machen für mich? Also, magst du vielleicht dieses schöne Prachtdingen für mich bauen? Ich wäre dir zu allerliebst verbunden. So. Und du, bist du ein Bergwerker? Ja, du bist sogar Bergwerker. Du darfst dich jetzt hier dran trauen, aber nur, wenn du möchtest. Also, nö. Also, du brauchst jetzt nicht abhauen hier, mein Freund. Ach so, scheiße, wir müssen ja erstmal eine normale bauen, ne? Oh, darüber habe ich wieder gar nicht nachgedacht. Okay, warte mal, wir machen das eben anders. Wir machen hier so einen kleinen Button Portable Dingel dahin. So. Das funktioniert ja auch erstmal. So, okay. Jetzt hat er verstanden, was er machen soll. Nicht zum Bauen. Nicht zum Bauen. Doch, er ist eigentlich Bauen, aber ich würde gerne... Herr Nano Warit. Erntet Reispflanze. Nein, du sollst das Ding bauen. So. Wohin des Weges? Bau das Ding weiter, Mann. Der eine muss das eine machen, der andere muss das andere machen. Mann, wo ist denn das so schwer? So, befüll das. Okay,
Also Kacke muss immer verbrannt werden. Holz, hallo, immer. Holz darf nur so lange, bis wir 100 haben. Und hier muss ich dann nochmal gucken, da kommen dann Sachen rein, die ich weiß noch nicht, so irgendwie, keine Ahnung. Sowas würde ich mal brauchen. Okay, stopp. Können wir hier wenigstens einen Run machen? Wer ist denn hier unser Handwerker gewesen? Du, ja. Kannst du nur einen Run da machen? Du sollst einen Run bitte machen, bitte. Nur einen Run, dann wäre ich so glücklich. Dann kann nämlich das Ding hier weg. Okay, perfekt. Gut, dann guck mal, wenn du den jetzt noch zu Ende baust. Ja, komm, bau. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Irgendjemand ist hier sauer, aber das ist egal. Wir müssen das noch zu Ende bauen. So. Kannst du das auch befüllen, mein Freund? Sehr schön. Okay, und das läuft jetzt erstmal 6 Tage. Das ist genau das, was ich wollte. Wir gehen noch kurz den Strom, machen die Stromleitung hoch und dann haben wir es bis hierhin. So, ich sage vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, tschüss.